In St. Michael im Salzburger Lungau fand bereits zum 10. Mal das Chorfestival Feuer und Stimme statt. Über 50 Ensembles sind jedes Jahr am größten Chöretreffen Österreichs dabei. Auch Niederösterreich war wieder stark vertreten. Eine Bergandacht versammelt über 1000 Besucher auf dem Speyereck, von wo aus dann die umliegenden Almhütten angewandert werden. Auf allen Wegen und Gipfeln erklingt Gesang und die den Chören zugeteilten Begleiter wissen vieles über Natur und Brauchtum zu erzählen. Die Chöre kommen nicht nur aus ganz Österreich, auch Vertreter aus Norwegen, Ungarn, Deutschland, Slowenien und sogar Russland waren dabei. Konzerte in den umliegenden Ortschaften, in Kirchen, auf Gassen und Plätzen fanden immer wieder begeisterte Zuhörer. Beim Umzug durch St. Michael am letzten Tag des Festivals sind über 2000 Teilnehmer und Besucher am Marktplatz versammelt, von wo es dann noch zum offenen Singen in die umliegenden Gaststätten geht, wo es leider auch Abschied nehmen von neu gewonnenen Freunden heißt.